Das Prinzip Nummer 9, die Welt besteht aus Figuren und Linien. Dass Zeichnen ganz einfach sein kann, beweisen uns ja die Kinder. Die setzen sie hin und zeichnen. Und sie kritisieren nicht, ist es gut oder schlecht. Und das ist so einfach, die Welt besteht einfach aus Linien, aus Figuren. Das heißt, wir haben Kreise und wir haben Rechtecke und Quadrate. Dann haben wir da schon einen Baum. Oder die Kinder, wie einfach zeichnen die ein Haus? Das Haus besteht aus einem Quadrat und aus einem Dreieck. Oder auch die Menschen. Da haben wir ein Dreieck am Kopf, ein gerades Dreieck. Dann haben wir da die Füße. Wir haben die Arme. Und das sind alles nur Dreiecke. Und ein Kreis zum Beispiel. Also aus Quadraten, Kreisen und Dreiecken. Und jetzt kommen diese neurografischen Linien, diese Verbindung, die das Bild jetzt, die Objekte miteinander verbinden. Und das ist das Leben. Wir haben einfach einfache Figuren. Wir haben Verbindungen. Und dass diese Verbindungen das Leben harmonisch wird, wie gesagt, im Bereich Gesundheit, Harmonie heißt gesund, Disharmonie heißt krank. So kann man dann alles miteinander harmonisch in Einklang bringen und auch zeichnen. Genau. Und die Welt besteht eben aus drei Figuren und einer unregelmäßigen Linie. Und das zusammen macht dann ein schönes Bild und die Zeichnung ganz einfach. Dann mache ich das noch fertig und dann siehst du, wie die Welt du dir gleich anders erschaffen kannst. Und im Prinzip 10 hast du dann die Vollendung der 10 Prinzipien. Bis gleich.